Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Wir müssen Steamboat hier. Karten 140 Dollar. Gucken wir mal, wenn man Geld drauf hat. Voll dumm halt, dass ich so sticky jetzt hier bleibe. Ich muss echt diesen Steamboat spielen, aber ich habe mehr Bock auf Freispiel und so. Dickes Ding. Richtig. Ja, kurz zwei, drei Spins, das wollte ich jetzt noch mal eben machen. Stimmt schon. Einmal zwei Scatter gemacht und einmal ein. Und dann bin ich extra ins Magic Mirror direkt gefräsen. Ja, Forest ist so scheiß Spiel, Mann. Schon gewonnen. Gar nichts. Okay, das. Oh, eine Serie. Das ist natürlich gut. 80 Euro im Ballen. Schau mal, gar nichts kann man nicht sagen jetzt. Ja, 80 Euro. Und ein Symbol. Upright. Ist okay gewesen. Dafür. Ja, und drei am besten. Das wäre gut. Den hast du so selten. Das war schon, weißt du? Trostpreis. Jetzt muss echt jeden Spin am besten einer kommen und dann kann man zumindest einmal Auge voll droppen. Ja, IOV Arrow Center ist nicht mein Game-Dinger. Das befriedigt mich nicht. Erhält und zahlt ein bisschen immer so, also zieht immer mehr rüber. Also an sich läuft das Gerät jetzt nicht schlecht. Egal welchen Spiel wir spielen, außer Magic Mirror. Ein bisschen hat er so Faxen immer. Direkt nochmal rein da jetzt. Da sind wir wieder bei 500. Auch hier eine Ladung wieder, wa? Oh, die Leiter ist, hat sich auf einmal wieder gefangen und läuft wieder. Witzig. Oh, jetzt pushe ich mich wieder über 300. Komm. Na gut, jetzt kann man doch nochmal eben Manchester United vs. Tottenham schief. Tottenham. Wird eh oft gecallt, dass ich mal wieder Tottenham schief spielen soll. Ja. Ist gut, soll er immer so halten und dann zack. Einmal mal zwei Indies voll oder so, 80er G fertig. Komm, er muss wieder über 300 pushen jetzt. Ah, drei Totems und dann nur eine Serie, diese Nuttensymbole. Nein, egal, über 300 wollte ich haben, wir nehmen wir an. Deswegen, dann macht er da einen Bube vor, oder was das war gerade.
Ja, oh, Vierer hier. Ja. Gute Dinger macht der aber. Ei, 16. Hm, 16 Euro, 16 Euro angenommen. Oh, die läuft, das läuft wirklich gar nicht schlecht, das Gerät. Da darf man jetzt wirklich nicht meckern. Man muss gleich ein bisschen Trick 17 machen. Zum Beispiel macht man jetzt so diesen. Vertraut ihm einfach, ich gucke jetzt so einen Style. Und gleich ärgere ich mich wieder, weil meine Munition zum Daddeln weg ist. Deswegen buche ich nur so schnell so ein bisschen. Und dann breche ich gleich ab, wenn der Trick nicht funktioniert, Digga. Für die Leute, die mich nicht kennen, das ist immer nur Spaß. Ne? Tricks gibt es nicht an Spielautomaten, by the way. Für die Leute, die mich kennen, sorry, dass ich sowas immer erwähnen muss, aber ihr wisst ja, wie viele Touris und Randoms sich die Videos angucken. Jetzt kommen 100 Euro. Jetzt kommen, wenn 4 Indianer kommen, breche ich sofort das Spiel ab. Weil das ist immer die RIP-Nummer. Dann fickt er dich nämlich. Da sind die 200 Euro safe, der Gold 170. Ich hatte lange keine Serie mehr auf 4 Euro. Von ja, irgendeinem Random-Symbol. Wie Wolf oder Vogel halt, ne? Ich finde Safe Choice auch mal so als Alternative voll interessant. Ich will gar nicht wissen, wie viele Totem Chief Videos wir haben. Ich habe sogar eine ganze eigene Playlist Totem Chief 4 Euro Fach. So viele Videos haben wir mittlerweile. Ich denke, der fickt uns jetzt hier. Deswegen eigentlich müsste man nochmal Steam Boat klären. Den 40er nutzen wir. Beziehungsweise jetzt noch 32. Das heißt, ich sag, Safe Choice Pass Spins, vielleicht kommt's. Oh, auch interessant, hier zwei, dreimal drehen, instant reinkommen. Just do it. Ja, eins der schwierigsten Spiele ever. Echt, ist das eklig. Jetzt rein oder raus aus dem Spiel? Rein, okay. Ja, das ist halt ja nichts, das Spiel, das ist das Problem. Ich hatte einmal 1,6 und ich hatte so oft schon Freispiele auf dem Vierer, die genau so abliefen. Okay, der war jetzt Retter. Der war okay, Bruder. Jetzt auf die Bube und die Dame, dann Jackpot. Come on, Alter, jetzt noch nie wieder. Deswegen, so läuft das Spiel immer bei mir. Guck dir das an, Digga. Ja, okay, okay, jetzt ist jetzt. Das wird auf jeden Fall jetzt schon eine Zahlung, weil jetzt ist es immer schon eine Serie. So, 10er Leopina ist dann für mich mal richtig. Ein Mann wäre natürlich episch jetzt im sechsten Spiel, ja. Dann wär's teuer, ja. Oh, Bruder, der läuft ja gerade böse jetzt, Digga. Der kann werden, Digga. Geil, und wir meckern noch über Samurai, Digga. Hi, hi, macht der 20er G. Er muss Hi machen, Digga, wie die Japanese Grunde. Commander jetzt, Mann. Der ist ihm zu teuer. Warum tust du mir das an? Mach jetzt was. Macht der nicht. Da oben sitzen wir. Egal, 10er König, nochmal 700 Euro. Carrier. Das Game carried mal eben einfach auf easy. Und ich hab noch gesagt. Und wir haben noch gemeckert über den Slot gerade, ey. Lachflasch, ey. Okay, Verlust ist minimiert. Bitte einmal Bu in den Chat für Wernerson. Aber ich mach mal Cut und lass mal ein bisschen buchen. Es ist eh nur Nachschmiss, man kennt ihn. So, aber jetzt nochmal was droppt. Was pusht der so durch? Ich bin voll nicht da, die Nutte, Alter. Dann kommt eh nichts, aber trotzdem ärgerlich jetzt. Ich hab das halbe Spiel nicht drauf, ey. Los, jetzt können wir zwei Männer in einem Spin. Er macht Quick-Spin-Ding, oder? Alter. Das war's, wow. Einfach angefangen und Quickspin, ne? Ja, weiß ich nicht. Da war nichts mit Uhren, gar nichts.
Tja, dann werden wir mal gucken, was der andere Kollege jetzt hier sagt. Ein dickes Spiel mit richtig pfeffermäßigen RGs.